Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dantes Inferno. Wir fangen direkt actionreich an hier. Komm, stirb! Alter! Ich dachte, stirb und nicht töte mich. Oh. Alter, der haut aber echt rein. Hallo! So, hier! Zack! So, dürfte ich jetzt bitte weitermachen? Das wäre total toll. Und eine nächste Münze, Nummer 11. Okay. Knapp. Oh, da ist was für mich. Schaut mal her. Jawollo. Ich war nie bestechlich. Gesius Florus, römischer Prokurator in Judäa, der für seine Gier berüchtigt war und zahllose unschuldige Männer töten ließ, um sich selbst zu bereichern. Denn, ich glaube, der Rekord war jetzt bei 35, glaube ich. Kann das sein? Schauen wir mal. War ich noch erwischt? Ah! Na, das war nicht gut diesmal. Na! Na, diesmal war nicht gut. Aber ich werde besser. Und dafür, dass ich jetzt so viel verheizt hab. Werfe mich in den Sand vor euch. Ich dachte, ich kann in die Mitte, aber kann ich scheinbar nicht hin. Nun gut. Was ich sagen wollte, dafür, dass ich schon so viel verheizt habe und trotzdem 30 gesammelt habe. Ist halt schon. Guck mal, der echt. Oh, was ist los? Och nö. Hat er mich schon wieder getötet? Alter. Ach, ich komme in der Mitte wegen dem Käfig. Ey, da kann man den Käfig drauf. Ja, ja. Nein! Scheiße. So, komm her, ja. Diesmal mach ich die gleich kaputt. Wieso klappt das denn jetzt? Ach, weil ich gedrückt halten muss. Ah, okay, da war der Fehler beim letzten Mal gewesen. Ich glaube in Folge 10 oder so, oder Folge 8, oder Folge 9, habe ich mir gefragt, warum zum Teufel kann ich diese Aktion nicht mehr machen, wenn man, so wie hier eben, wo ich die alle in die Luft jagen kann. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe einfach nur immer falsch gedrückt. So, meine Freunde. Na, komm her. Jerusalem gibt's das Gold.
ist für den Kaiser. Ja, ja. So, eben haben wir 30 gehabt. Jetzt haben wir noch die nächste Chance. Schauen wir mal. Okay, das sieht jetzt gut aus. Na, verkackt. Na. Ich hab doch gedrückt, Mensch. Nach 35 immerhin. 1050 Bonus hier. Für mich in den Sand vor euch. So, mein Freund. Erlöse dich selbst. Willst du mich verarschen? Alter, wie viel soll ich denn auch drücken? Ich hab doch schon gedrückt wie so ein Weltmeister. Ja, jetzt ist er offen, oder was? Ihr seid doch bescheuert. So, okay. Oh, was? Oh, ist hier was zum Aufnehmen? Nee. Es gibt so Stellen an dem Spiel, am B ist das Ding jetzt aus. Es gibt so Stellen an dem Spiel, wo ich mir denke. Sag mal, willst du mich verkackeiern? Es gibt so Momente an dem Spiel, wo ich mir einfach denke. Warum? So, da kommen wir scheinbar nicht ran. Da müssen wir rankommen. Anderen, die gibt's doch da ja nicht. Ah, geht doch. So, mein Freund. Wir haben eine neue Reliquie erhalten und die nennt sich vergeudetes Gold. Jeder erfolgreiche Angriff beschleunigt den Zuwachs an Erlösungsenergie. Den nehmen wir. Was fällt jetzt dafür weg? Muss mal kurz gucken. Erhöht die Rate, mit der die gespeichert wird und ja, definitiv. Finde ich beide gut. Können wir beide machen. Erlösungsenergie, dann haben wir nämlich vielleicht ein bisschen schneller diese Spezialfertigkeit. So, der Schlüssel zum Erfolg. Ja, ist ja gut. Ist gut, Garni. Hallo. Drück doch mal auf den richtigen Knopf. Danke. So, hier ist nix. Hier ist ein Speicherpunkt, das ist doch mal was hier. So ein Speicherpunkt ist schon was Schönes. So, was haben wir hier? Schon wieder. Ach komm. Ach, du wirst doch nicht etwa. Ja. So, können wir jetzt hier mal Piano machen? Ich muss hier nämlich mal. Oh, das scheint doch gar nicht, oder? Ja.
Ja, das war mir vollkommen klar. Das schaffe ich da ja nicht so. Das... Ja, komm. Für mich auch. Nicht. So, ich will jetzt hier rein und durch. Entweder kommt der mit oder der Last. Okay. Wow! Was bist du denn für einer? So, jetzt können wir mal hier schön unsere Spezialfähigkeit nutzen. So, dann wollen wir mal gleich erlösen hier. Zeitgleich. Ja, ja. Ach komm. Zack, zack, zack. Oh Gott, wie war das nochmal? X. Und Y. B. Karl Lenzmann. Der war es nicht. Ich muss eigentlich den stampfen Knopf. Na gut, das geht auch. So. Zack. 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 So. Alles erreicht. Ich hätte vielleicht mal die Dinger aufnehmen sollen. Machen wir die Tür wieder auf. Na komm, schnell, 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 schnell. Sehr gut. So. Meine lieben Freunde der Seichenunterhaltung. Wir haben hier einen Dichter, eine Wand und ein komisches Vieh, wo wieder auch eine coole Reliquie bestimmt drin ist. Wie wir die erreichen, das erfahren wir und ihr und alle in der nächsten Folge von Let's Play Dante's Inferno. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis dann.